war das die beste Technik für Seher, den Hexenturm aus Spaghetti zu bauen. Wir weisen euch an diesem Video eine leicht aufgewandelte Challenge aus der Take-Off-Show, die ganz bekannt ist als Marshmallow-Challenge, und weisen euch, wie ihr die in der Klasse nur machen. Es geht um Architektur, um Geschicklichkeit und Kollaboration, um Kompetition und um Spaß. 3, 2, 1, Take-Off! Wenn dir wollt den ganzen Duell aus der Take-Off-Show gesehen, dann guckt an unserem Kanal und los ein kleines Abo da. Lucy, das sind dir. Merci. Fangen wir an mit dieser Challenge froh. Wie baut ihr den Hexenturm innerhalb von 18 Minuten? Und dafür habt ihr just 20 Spaghetti, den Marshmallow, 1 Meter Fisseil und 1 Meter Tape. Materialslicht und Präparationen findet ihr auf science.lu und den Link dazu findet ihr hier in der Beschreibung. Es gibt aber noch zwei Regeln. Die erste ist, der Marshmallow muss ganz oben auf den Turm kommen, weil du nur getestet vom Boden bis bei dem Marshmallow gehen musst. Und die zweite ist, der Turm muss frei stehen und darf just den Tisch berühren. Das heißt, er darf nicht irgendwo wiedergelehnt sein und noch zum Beispiel nicht um den Plafond festgestreckt gehen. Und alles, was ich noch nicht genannt habe, ist erlaubt. Wenn die Kippen Material und Regeln kennen, dann gehen die 18 Minuten gestartet. Wir stürzen uns aber noch nicht planlos an bauen. Wir überlegen uns für dich als Hypothesen. Der Test, wie soll der Turm denn noch ausgesehen, dass er möglichst heiß und stabil ist? Meine Hypothese ist, der Turm muss möglichst viele Dreiecksformen haben. Das kann da vielleicht vom Eiffelturm, wenn du genau guckst, mit lauter so Dreiecksformen. Weil, egal wie ich den heute drehen, drücken oder zähen, die verformt sich nicht. Beim Rechteck ist das auch nicht. Den, obwohl Schrauben festgedreht sind, können wir ganz leicht verbeugen oder platt drücken. Genug geschwärzt, Zeit läuft, ich fange nur mit Bauen, wo ist meine Kippe? Let's go! Tada! 70 cm, schmecken, da können wir hoffentlich schon was sehen. Ich schmecke noch. An welches den R-Team gehen? Welche Strukturen haben gut funktioniert, welche nicht so? Diskutiert das an der Konklusion. Ja, als Konklusion ist, die Dreieckstruktur hat gut funktioniert, aber wir hatten ein anderes Problem. Und wir sind ehrlich, das ist nicht die erste Struktur, die wir bauen. Bei der ersten haben wir zu heiß gebaut und den Marshmallow ist ganz zum Schluss drauf gelöscht. Das Problem ist nämlich, stehen, wenn du den Marshmallow zum Schluss drauf möchtest und das nicht genau zentriert, dann wirkt den Hebelkräften auf den Turm aus. Und da passiert etwas, was bei euch bestimmt auch passiert ist, nämlich ein Turm, der fällt um. Das ist aber praktisch, das ist genau mein Heiß. Mensch. Ich würde es.